gleiches Thema wie immer. Die Scheißfische wollen einfach nicht beißen. Ich weiß nicht, was da los ist. Verstanden. Wir gehen noch nicht mal unter der Attacke. Ich furche hier das Wasser durch mit meinen Ködern. Ich bin wirklich schier am Verzweifeln. Ey, dieser Inselmann, die fuckt mich so ab. Ich bin echt happy. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Wir befinden uns hier gerade in Lanzarote. Konkret verstecke ich mich hinter einer Lavasteinmauer, weil der Wind draußen so stark bläst, dass ich da draußen keine Aufnahme zustande kriege. Ich bin zum allerersten Mal auf Lanzarote. Ich war noch nie hier, habe mich ein bisschen informiert, was man so alles treiben kann. Darum, in dieser Folge geht es darum, Sand, es ist gefährlich. In dieser Folge geht es darum, dass ich probieren möchte, ohne Boot lediglich von Land auf große Raubfische zu angeln. Hier kann man fangen Bluefish, Bonito, Barracuda. Wenn Mond, Sommer, Sonne, Sterne und alles im richtigen Winkel zum Universum steht, kann man vielleicht auch einen Mahi fangen. Wir werden sehen. Das ist so ein bisschen mein Ziel. Ich werde probieren, hier als absoluter Kanaren-Neuling vom Land mal was Vernünftiges zu ziehen. Und ihr werdet sehen, wie das Ganze läuft. Ich bin hier seit circa einer Stunde am Angeln. Ich hätte mir diese Bucht hier über Navionics ausgesucht. Es scheint relativ tiefes Wasser zu sein. In Wurfnähe kommt man auf 25 bis 30 Meter, also eigentlich richtig gut. Aber der Wind bläst mir die ganze Zeit meinen Köder zurück. Es ist wirklich hart. Es ist wirklich hart. So. Das ist mein erster Atlantikfisch. Yeah, richtig geil. Richtig, richtig geil. Richtig geiler kleiner Fisch. Jetzt probieren wir es mal mit kleinen Jigs und schauen mal, ob uns da was an Haken geht. Was für ein super widerspenstiger Fisch. Geil. Der Fisch überhaupt auf den Kanal, der Eidechsenfisch. Wow. Nachdem ich die letzten Tage nicht ganz so erfolgreich am Wasser war, habe ich mir gedacht, ich hole mir jetzt ein bisschen professionelle Unterstützung und fahre gerade zum Flughafen von Arrecife, um hier Herrn Haramis, der Raubfischer himself, abzuholen und hoffe, dass er mir den einen oder anderen Trick zeigen wird. Haramis. Hey, ich hab gar nicht gesehen, wie du aussiehst. Siehst du aus wie ein Kanario. Grüß dich. Ja, tatsächlich. Du auch. Haramis hat mich hier wie so eine Bergziege halt so durch die Klippen getrieben. Ich glaube, wir sind jetzt eine halbe Stunde lang diesen Weg da entlang gelaufen. Und ich bin total platt. Und ich hoffe, dass wir mit einem, weiß nicht, Bastardmakrele oder was wollten wir angeln? Mahis. Mit Mahis werden wir belohnt. Ja? Schauen wir mal. Haramis, jetzt fang mal was mit deinem Haraschüssel. Ich bin verstanden, ich kann noch nicht mal unter der Attacke.
Zeig mal her, die Wunderwaffe. Und du hast es tatsächlich geschafft, ohne größere Verletzungen. Naja, okay, doch. Auch deine ist durch. Ja. Aber es macht nichts, sicher, die Dinger noch nicht. Ja. Geil. Okay. Schöner. Saß du dann abends. Bitte? Ups. Darf ich werfen oder was? Nee, ich spiele aber jetzt. Achso, werfen darf ich aber auch mal, oder? Jetzt haben wir werfen. Ja, du darfst doch mal mit meiner werfen, wenn du willst. Aber die kennst du ja eigentlich eh schon. Nein, ich hoffe nicht wirklich. Die ganze Ausrüstung hat sich verwachsen. Verwachsen? Für Erwachsene. Ach so, ja. Insbesondere dein Köder ist was für Erwachsene. Mit Naturködern, dass du mal abends welche auslegst oder irgendwie untertags, nicht dein Ding? Also ich mache nur Rochengeilings ab und zu, aber so, ja wie gesagt, wenn ich alt bin, dann kommt alles über das Boot und den Ballon raustreiben lassen, Naturköder, das kommt dann. Wenn du alt bist, ich höre da so ein bisschen Spott in der Angelei. Nee, aber noch macht mir es einfach Spaß, diese Auseinandersetzung mit der Kreatur und den Elementen, ja. Direkt vom Ufer. Du bist noch kernig. Ich will schon. So, der Großmeister packt zusammen. Wir haben einen Angeltag hinter uns gebracht. Hat Spaß gemacht. Der Spaß gemacht hat und sehr informell war über Köderführung und dergleichen. Fische haben wir leider keine gesehen, aber cool war es allemal. Wenn ich keine Fische fange, bringe ich jetzt mal den ultimativen Beweis, dass es hier welche gibt. Ich will es wissen, ich bin jetzt hier quasi gerade am geilsten Spot überhaupt, das ist der Buhlenkopf. Weiter geht's nicht mehr und da ist auch das Wasser am tiefsten jetzt direkt hinter mir in diesem Bereich, also so circa 16 Meter in absoluter Wurfweite. Also so gesehen Topspot für A, tagsüber Bonitos und B, vielleicht auch ein Barracuda am Abend, wir werden sehen. Wie gesagt, ich gebe jetzt nochmal Gas, 4 Stunden habe ich Zeit, um hier noch den Fisch des Urlaubs zu fangen. Chaka! Nein, fuck. Ich könnte so kotzen, das kann ich euch in Worten nicht sagen. Ich habe gerade den Fisch verloren, hinter dem ich her war die ganze Zeit. Ich könnte so kotzen, ich schwör's ewig. Ey, diese Insel, Mann, die fuckt mich so ab. Ey, fuckt mich so ab. What the heck is that? He tried to catch my bait. Yeah. So, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber nach 1000 Würfen
ist es mir jetzt endlich gelungen, nach 10.000 Würfen ist es mir endlich gelungen, einen Barracuda zu fangen. Das ist er. 65 cm Barracuda. Endlich hat's gerumpelt. Ich bin so happy. Ich bin echt so happy. Das kann ich euch gar nicht sagen. Ja, so, also auf den Kanaren kann man bestimmt hervorragend Fische fangen, wahrscheinlich mit Schwimmbrot und Seringelwürmel vom Ufer aus. Es gibt mehr Brassen, es gibt mehr Eschen, es gibt Geißbrassen, also man kommt hier definitiv auf seine Kosten. Wenn man, wie ich, probiert vom Ufer aus zu spinnfischen, da wird das Ganze schon ein bisschen spannender, da wird das Feld so der Möglichkeiten schon deutlich geringer. Man kann zum einen mal nur fangen, was wirklich vor Ort ist, das heißt, das sollte Bonito-Saison sein, das sollte Mahi-Saison sein, sonst werden diese Fische einfach nicht in der Anzahl vor Ort sein, dass man sie groß fangen kann. Und zum anderen ist es natürlich auch so, dass auch die bestehenden Raubfische, die da sind, beispielsweise Barracuda. Barracuda fängt man meistens oder am besten in der Abenddämmerung oder bei Nacht und das bei Vollmond oder in einer hellen Mondphase. Und wenn nicht, dann sollte da zumindest sowas wie eine Strandpromenade sein, die beleuchtet ist, dass da Licht ins Wasser kommt, dass da Geröll ist, dass da Kleinfische sind. Also es gibt wirklich viele Sachen, die man bedenken muss und beachten muss. Ich habe mir in 2 Wochen schon einiges an Wissen erarbeitet und weiß immer noch gar nichts. Und ich komme auf jeden Fall wieder. Ich komme auf jeden Fall wieder. Ich freue mich drauf. Und ihr seid dabei.